Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir den Schwingkreis zeigen. Der Schwingkreis ist eine Kombination aus Spule und Kondensator. Dieser Kondensator hat 40 Mikrofarad, die Spule hat 630 Henry an Induktivität. Hier habe ich noch einen Widerstand liegen, 1 Ohm. Darüber messe ich die Spannung, um sozusagen letztendlich den Stromverlauf zu bekommen, weil ich ja U ist ja proportional I, das heißt, wenn ich die Spannung über diesen Widerstand kenne, kenne ich auch letztendlich die Stromstärke. Ich lasse hier schon mal diesen XY-Schreiber die X-Achse zeichnen. Hier sieht man mit 0,5 Sekunden pro Zentimeter. Und hier drüben habe ich 0,5 Millivolt pro Zentimeter. 15 Volt liegen an. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal an, was passiert. Ich starte wieder, lass los. Und man sieht wunderbar eine Schwingung, die immer schwächer wird, bis sie dann irgendwann zum Erliegen kommt. Was ist passiert? Am Anfang war der Kondensator aufgeladen mit 15 Volt. Der hat sich dann über die Spule entladen. Die Spule ist allerdings so, Lenzsche Regel, die wehrt sich sozusagen dagegen. Das heißt, wenn das Magnetfeld hier aufgebaut wird, wird der Strom, der hier durchfließt, gebremst. Und wenn das Magnetfeld dann aufgebaut ist und der Kondensator leer ist, dann treibt die Spule den Strom weiter. Das liegt daran, dass sich das Magnetfeld natürlich abbaut. Auch das möchte die Spule sozusagen aufgrund der Lenzschen Regel verhindern und treibt auf diese Art und Weise den Strom weiter. Das heißt, der Kondensator wird wieder aufgeladen. Allerdings jetzt andersherum, ist klar, weil der Strom wird ja weitergetrieben, also lädt sich der Kondensator entsprechend andersherum auf. Das heißt, Plus und Minus ist vertauscht. Das geht dann so lange, bis das Magnetfeld hier abgebaut ist und der Kondensator wieder aufgeladen ist. Und dann beginnt das Ganze von neuem, nur halt in die andere Richtung. Die Kabel, der Draht hier drin in der Spule und natürlich dieser 1 Ohm Widerstand, das sind alles Widerstände, die dazu führen, dass natürlich das Ganze abklingt und das nicht so frei schwingt. Wir haben hier übrigens, hier steht es auch dran, 280 Ohm hat die Spule selber, beziehungsweise der Draht in dieser Spule. 1 Ohm, dieser Widerstand hier vorne, hatte ich ja schon gesagt. Das muss man berücksichtigen, wenn man sehen möchte, wie das Ganze da abklingt. So, jetzt kann ich das gerade noch mal zeigen. Und man sieht wunderbar, wie das die Schwingung, wie sie weniger wird. Und jetzt kann man sich überlegen, wie das Ganze abklingt, ob linear, exponentiell. Aber das gucken wir uns in einem extra Video an. Hier geht es jetzt erstmal nur darum, zu sehen, was passiert, beziehungsweise das Experiment zu sehen. Ist ein sehr wichtiges Bauteil, dieser Schwingkreis. Wie gesagt, überall da, wo es darum geht, Frequenzen zu filtern, benutzt man eigentlich genau überall, wo es irgendwie darum geht. Und je nachdem, wie ich diese Komponenten wähle, habe ich halt eine andere Frequenz, mit der das Ganze schwingt. Und das kann auch nur mit dieser Frequenz dann schwingen. Und auf diese Art und Weise kann ich sozusagen andere Frequenzen aussortieren, weil ich dann, das nennt man dann Resonanz, wenn ich das so wie bei der Schaukel auf dem Spielplatz, wenn ich da immer sozusagen im richtigen Takt anschiebe, dann schaukelt man immer höher und besser, und wenn ich da im falschen oder aus dem Takt bin, dann wird das nichts mit dem Schaukeln, und das ist im Prinzip hier letztendlich genau das Gleiche. So viel da dazu.